Mann und eine junge Frau, die erklärten, sie seien Angehörige des Kollektivs Anonymous Bankräuber und hätten heute eine Bank in Bayern überfallen. Ihre Absicht sei es, Geld für ihre Ziele zu sammeln. Leider habe der Überfall nicht so geklappt wie geplant. Nun säßen sie in der Bank fest. Und das dürft unseren Bankräuber Frühling. Wir sind die 99%. Fügte der junge Mann hinzu und wegen seines französischen Akzents war Anne sofort klar, dass er es war, mit dem sie vor einigen Stunden gesprochen hatte. Das waren die Geiselnehmer. Bauernschädel, Gattler, Wurzensepp. So schön, Wetter. Solche Ausdrücke waren für den Kripo-Chef, der sonst eher dialektfrei sprach, ungewöhnlich. Aber wer in der bayerischen Provinz verbal überleben wollte, tat gut daran, wenn er einige Schlüsselwörter mit der Treffsicherheit eines Schnellfeuergewehrs abschießen konnte. Schon bald ist den Polizeikräften klar, dass dieser Bankraub sie länger beschäftigen wird. Und so kommen Kurt Nonnemacher, Sepp Kastner und Anne Lob nach einem hochkreativen Brainstorming-Prozess zu dem Ergebnis, dass man eine polizeiliche Operationszentrale braucht. Und zwar eine, die direkt vor der Bank steht, sich dabei aber total unauffällig in die alpenländische Landschaft einfügt. Ein Gartenhäusel aus dem Baumarkt. Und weil eine Frau einer anderen Frau wesentlich besser einen unsinnigen Plan ausreden kann, zumal Anne Lob als Rheinländerin ja quasi eine halbe Ostfriesin ist, wie Kurt Nonnemacher es gekonnt formuliert, hat Anne bald die Verbrecherin persönlich in der Leitung. Moin! Meldete sich die Bankräuberin. Guten Tag, hier spricht Anne Lob. Ich stehe Ihnen ab jetzt als Ihre persönliche Ansprechpartnerin zur Verfügung. Was ist jetzt mit dem Schlüssel? Wenn der nicht bald hier ist, dann knallen wir die erste Geisel ab. Hast du den RAF-Film gesehen, so machen wir das jetzt auch. Jetzt mal ganz ruhig, sagte Anne, die selbst alles andere als gelassen war. Sind Sie von der RAF? Das geht noch? Anne beobachtete eine Krähe bei der Landung auf dem Bankparkplatz. Der schwarze Vogel krächzte. RAF? Ha! Mit diesem 68er Schwachsinn haben wir nichts zu tun. Aber Sie sagten doch eben, dass Sie das jetzt auch so wie die RAF machen wollen. Schluss jetzt mit dem Gelaber, Frau Lob. Wir sind zu allem entschlossen. Wir haben hier die Geiseln sitzen. 5 Leute, die wir erschießen, wenn ihr uns verarscht. Kurz nachdem Anne das erfolglose Gespräch beendet hat, kommt ein Fahrzeug der beliebten, direkt an dem See inmitten von Bergen gelegenen Brauwirtschaft angerauscht und stoppt mit quietschenden Reifen auf dem Bankparkplatz. Sofort umstellten die Ermittler das Fahrzeug. Der Fahrer, ein junger Mann in bayerischer Lederhose und weißem Trachtenhemd, ließ sich aber nicht beirren. Vielmehr riss er geschwind die Fahrertür auf, eilte zum Kofferraum seines Autos und hob eine Styroporkiste heraus. Dann, als nehme er die Polizisten erst jetzt wahr, fragte er: Ja, gibt's ein Problem? Es kommt drauf an, Honnes, meinte Nonnenmacher, der den Fahrer natürlich kannte. Das Tal war klein, das Bräustüberl berühmt. Was verbergen Sie in dieser Styroporkiste? Schaltete sich nun Anne ein. Verbergen? Fragte der Bräustüberlieferant und sah die Polizistin irritiert an. Wenn unsere Gäste einen warmen Schweinsbraten bestellen, dann haben wir uns angewöhnt, den in einer Wärmebox zu verbergen. Was haben Sie in der Kiste jetzt los, aufmachen? Na, ich glaube, ihr spinnt! Entfuhr es dem Bräustüberl-Mitarbeiter. Aber dann stellte er angesichts der geballten Polizeimacht die Kiste doch auf den Boden und öffnete sie. Sofort entströmte dem Styropor ein fantastischer Geruch. Es ist tatsächlich nur ein Schweinebraten und 7 Flaschen Bier. Schweinsbraten, korrigierte Nonnenmacher. Sag ich doch. Nein, insistierte der Dienststellenleiter. Sie haben gesagt, Schwein-E-Braten. Der Kurt meint halt, klingte sich der Kastner ein, dass der Braten vom Schwein bei uns in Bayern ohne E ist.
Man sagt nicht Schwein-I-Braten, sondern Schwein-S-Braten. Ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle.